Ganz herzlich willkommen bei Talk About, dem Audio- und Videopodcast von Human Essence. Hier geht es um die wichtigsten Themen zum Thema Bewusstsein, wie zum Beispiel Liebe, Beziehung, Heilung, Erfolg und Liebe. Und hier ist Lilian. Und hier ist Christian. Hallo. Und der schmunzelt, weil wir wir werden jetzt jeden Satz uns vornehmen. Hier, wir haben einen ganz, ganz tollen Leserbrief wieder bekommen oder Hörerbrief bekommen mit einer Frage. Und das werden wir jetzt auseinandernehmen, weil es einfach so viel beinhaltet, worüber ich einfach schmunzeln möchte. Ich finde es gut. Ja. Das geht nämlich schon los mit dem ersten Satz. Und das Schmunzeln ist absolut respektvoll und nimmt denjenigen, der es geschrieben hat, sehr ernst. Aber mir fällt halt so viel Tolles dazu ein. Wie kann ich das positive Unterbewusstsein entdecken und stärken? Ja, das ist so Mainstream so ein bisschen, ne? Mhm. Darum geht's. Wir müssen positiv sein, alles muss gut sein, wir müssen gut drauf sein und wir müssen stark sein und wir müssen fit sein und wir müssen voller Energie sein und wir müssen schön sein und wir dürfen nicht alt werden und vorbildlich und um Gottes Willen, findet ihr das auch anstrengend? Mhm. Ich finde es total anstrengend. Also, ich finde es super anstrengend. Das positive Unterbewusstsein lässt sich nicht entdecken. Das Unterbewusstsein lässt sich ja kaum entdecken. Und ganz sicher, wenn wir das positive Unterbewusstsein finden wollen, dann fliegt es uns im Leben mal so richtig ätzend um die Ohren. Weil wir oftmals viel mehr Heilung erfahren, wenn wir endlich mal das Böse in uns zugeben und entdecken, indem wir endlich mal den Wahnsinn des Chaos, dieses Scheiß drauf, ja, in uns entdecken und wirklich uns eingestehen, dass uns alles ankotzt manchmal und zu viel ist und dass wir auch nicht gut drauf sind öfter. Und diese Maskerade endlich nicht mehr brauchen, diese Positivmaskerade, dieser Blödsinn, der von vorne bis hinten nicht funktioniert. Denn das weiß man mittlerweile, wenn man sehr tief auch in der Psychoszene unterwegs ist. Und ich meine, ich mache das jetzt seit 30 Jahren. Also der beste Weg, der allerbeste Weg, der wirklich beste Weg, um eine Depression zu kriegen, ist, wenn du definitiv die Schattenseite des Lebens ausblenden willst. Das ist der direkte Weg in die Depression. Wenn du niemals zugibst, was an dir Negatives, ist alles Bewertung jetzt, aber egal, was an dir Negatives, was an dir Böses ist und wenn du dich wirklich dahingehend tunen willst, dass alles positiv ist. Das ist die Einbahnstraße in Richtung Depression. Aber lesen wir doch mal alles vor. Ja, ich möchte auch noch einen Satz dazu sagen, weil es eine Illusion ist und mit dieser Illusion laufen, glaube ich, doch relativ viele Leute rum, dass wenn sie in dem Unterbewusstsein das Positive stärken, dass das andere dann von selber wegfällt. Mhm. Also, dass wir eigentlich nur, so ja, sagen wir mal, dass das Unterbewusstsein ist so wie so ein dunkles Fach oder so und da müssen wir nur mit der Hand reintasten und den richtigen Knopf drücken und den lange genug gedrückt halten, damit der andere niemals gedrückt wird. Und das ist eine absolute Illusion. Und um diesen Satz noch deutlicher zu machen, lese ich mal das, was da noch folgt, dazu. Also, wie kann ich das positive Unterbewusstsein entdecken und stärken? Das war die Frage, die Christian eben schon vorgelesen hat. Und jetzt geht's weiter mit, ich will nicht die sabotierenden Dinge entdecken und meine Aufmerksamkeit darauf lenken und die Energie dahin steuern und auch keinen weiteren Widerstand hervorrufen und mich dafür abwerten. Bleiben wir mal gerade bei dem Moment. Ich will nicht die sabotieren, also da steckt ganz viel Wissen dahinter. Ne? Da glaubt jemand, er weiß einiges und das geht schon mit dem Unterbewusstsein entdecken und stärken los. Ich habe selber mal diese Geschichte erzählt, wenn du einen dunklen Raum, du kannst die Dunkelheit aus einem Raum nicht raustransportieren. Wenn du die Dunkelheit in einem Raum also ändern möchtest, dann zünde einfach eine Kerze an. Das ist so ein bekannter Spruch irgendwo. Mhm. Aber das muss auch bitte wirklich richtig verstanden werden. Das heißt nicht, dass wir die Aspekte, die da drin waren, rausschmeißen, sondern dass wir Licht auf den Schatten werfen. Das heißt, dass wir unserem Dämonen gegenüber sitzen. Das ist was ganz anderes. Die sind nicht deswegen raus, weil wir eine Kerze anzünden da drin. Die sind da drin und die sind da nicht ohne Grund drin und die wollen geliebt werden von dir. Das sind nämlich die besten Trainer für Liebe, denn die wunderbaren Dinge an dir, die kannst du leicht lieben. Es geht darum, dein Böses, deine Dämonen lieben zu lernen. Das ist die Aufgabe, die den meisten Menschen, fast allen, so wahnsinnig schwer fällt.
Das ist das Erste, was mir dazu einfällt. Und das Zweite ist, mit der Aufmerksamkeit lenken. Ist auch wieder etwas, vielleicht hat sogar jemand mir viel zugehört, aber man muss die Dinge wirklich tiefer verstehen. Ich will nicht die sabotierenden Dinge entdecken und meine Aufmerksamkeit darauf lenken. Meine Aussage mal, Aufmerksamkeit lenkt die Energie. Das heißt, wenn ich meine Aufmerksamkeit auf etwas lenke, dann verstärkt es die Energie dort. Also will natürlich, kluger Rückschluss, also will ich nicht Aufmerksamkeit auf meine sabotierenden Dinge lenken und die Energie dahin steuern. Ist ähnlich wie mit dem Licht. Doch, du musst deine Aufmerksamkeit dahin lenken, aber sie dort nicht fixieren, wie es bei einer Identifikation passiert, sondern du musst deine Aufmerksamkeit dorthin lenken, um deine Liebe dorthin zu geben, um deine Umarmung dorthin zu stecken, um zu sagen, ach, Frust, ja, nehmen wir mal Frust oder nehmen wir mal, was sabotiert denn so richtig? Was sabotiert denn so richtig? Faulheit oder was für sabotierende Anteile gibt es so, gibt ja genug, aber Faulheit oder irgendwie so ein Perfektionist oder so etwas. Also ich kann den nicht rausschmeißen aus mir, indem ich keine Aufmerksamkeit drauf lege, sondern das ist ein Aspekt von mir. Ich kann meine Aufmerksamkeit darauf legen und wenn ich meine Aufmerksamkeit darauf lege, dann sage ich, mein Schatz, mein Perfektionist, geliebter Perfektionist, ich sehe dich und du bist erlaubt. Du darfst so sein, wie du bist. Und ich meine damit nicht dieses spirituelle Gelaber, du darfst, es darf jetzt endlich gut sein, sondern ich meine das ehrlich gemeint, aus ganzem Herzen. Bleib so, wie du bist. Ich nehme dich so, wie du bist. Ich sehe dich, du bist vollkommen in Ordnung, so wie du bist. Das ist das, was dieser Aspekt braucht, um heilen zu können. Das ist das, was jedes Kind braucht, um heilen zu können. Unsere Aspekte sind nichts anderes als Kinder. Die brauchen einen ehrlichen Menschen, der ihm gegenübersteht und sagt, ja, ich bleibe, du bleibst, du darfst so sein, du bist richtig so, wie du bist. Und das ist das, was hier so nicht stattfinden kann. Ich glaube, dass bei vielen Menschen, ich möchte das unterstreichen, was Christian gerade gesagt hat, bei vielen Menschen auch so diese Idee im Kopf herumschwirrt, dass wenn ich meinen Fokus jetzt auf meine Wut richte oder auf meinen Frust richte, auf meinen Zorn, auf meine Angst, auf mein Nein, nicht Nein sagen können, also auf alle Dinge, wo wir vielleicht Angst haben, dass wenn wir unseren Fokus darauf richten, dass sie so herausbrechen, dass sie etwas kaputt machen oder dass sie so stark werden, dass wir sie nie wieder unter Kontrolle haben. Und das Verrückte ist, dass wenn wir diese Aspekte unterdrücken, dann gewinnen sie so verdammt viel Energie, dass sie irgendwann wirklich das tun, wovor du am meisten Angst hast. Die brechen dann wirklich heraus. Und dafür wird es die entsprechende Situation im Außen geben. Und dann hast du dich vielleicht wirklich nicht mehr unter Kontrolle. Ja? Also wenn du dich mit diesen Aspekten anfreundest, sie kennenlernst und mal spürst, wie es ist, die Zähne zu fletschen und richtig wütend zu sein. Und Embodiment. Genau, diesen Ausdruck zu finden, den Mut da hast, dann wirst du merken, dass diese Aspekte von dir auch Qualitäten haben, die du brauchst in deinem Leben, dass sie nicht so gewaltig sind, wie du, dass dein Leben zerscheppert oder dass irgendwas kaputt geht, dass du was kaputt machst oder dass du es nicht mehr unter Kontrolle hast, sondern du wirst merken, dadurch, dass du es kennenlernst und dadurch, dass du den Ausdruck dafür findest, wirklich dieses Kennenlernen bedeutet, sich mit dem wirklich zu spüren, was da ist, und zwar bis in jede Haarspitze, bis in jeden Fußnagel rein, dich damit zu spüren. Es gibt dir Energie, es macht dich vollständig und du verlierst die Angst vor diesen Aspekten. Und im Gegensatz dazu, wenn du dich hinsetzt und jeden Tag deine positiven Affirmationen trainierst, nur um das positive Unterbewusstsein aufzupoppen, aufzupeppen irgendwie, dann werden diese Dinge, die da nicht gesehen werden, die nicht gefühlt werden dürfen, die nicht hochkommen dürfen, die du ignorierst, die du wegsperrst, die du wirklich damit versuchst wegzutrainieren, die werden Kraft bekommen. Mehr Kraft vermutlich als diese sogenannten positiven Aspekte, die du versuchst gerade stärker zu machen. Ich bin mir da ziemlich sicher, dass das so überhaupt nicht funktioniert. Und wir haben schon wirklich auch eine ganze Reihe interessante Leute hier gehabt in Seminaren, die uns aus ihrer eigenen Erfahrung, aus ihrem Nähkästchen geplaudert haben. Die haben gesagt, Lilian, Christian, ich habe so viele Jahre lang immer meinen Fokus auf das Gute gerichtet. Ich habe das trainiert, das Licht zu sehen, mit die lichtvollen Seiten, die guten Seiten, und habe versucht, besser zu sein und dies und jenes. Und mir ist die Scheiße nur so um die Ohren geflogen und
Und das geht den meisten zu. Wende dich deinen Schatten zu und das Licht wird mehr. Das ist der Trick an der Geschichte. Ich habe in meiner ganzen 30-jährigen Tätigkeit kaum eine Menschengruppe getroffen, denen es sowas von beschissen ging wie den Lichtarbeitern. Ja. Und das ist halt so. Lichtarbeiter glauben zu wissen, was ist Licht und was ist Schatten. Also sie glauben zu wissen, was ist gut und was ist schlecht und was ist richtig und was ist falsch. Und das ist per se der große Irrtum, den wir hier fahren. Wir haben gar keine Ahnung. Ja, wir haben überhaupt keine Ahnung, was wirklich richtig und was falsch ist und was gut für uns ist. Ich habe in meinem Leben so unglaublich viele Dinge erlebt, wo ich in dem Moment, wo es passiert ist, natürlich gesagt habe, was für ein Mist und oh, das jetzt schon wieder und negativ und dies und das. Also die Bewertung war schon da oder der postet drauf irgendwie die Benennung. Aber im Nachhinein betrachtet bin ich aber froh, dass ich das alles erlebt habe, ganz ehrlich, sonst wäre ich nicht das, was ich heute bin. Und der ich heute bin, so mag ich mich, so nehme ich mich wahr. Und es geht darum, Wahrheit und Ehrlichkeit zu finden in sich selber. Wahrheit und Ehrlichkeit zu finden. Wahrheit und Ehrlichkeit dem gegenüber, was jetzt gerade ist. Und nicht zu sagen, das ist aber negativ und das ist positiv, sondern wenn es eben halt so ist, dann ist es halt negativ, ja. Und wenn du wütend bist, dann bist du halt wütend. Und wenn du Hass gerade fühlst, dann hast du halt gerade Hass. Und wenn du böse bist und wenn du dem anderen am liebsten die Keule über den Schädel schlagen willst, dann gesteh es dir ein. Das ist der beste Garantie. Das ist die beste Garantie, dass du es niemals tust. Das ist das, was du gerade gesagt hast, ne? Das ist wirklich die beste Garantie, das niemals zu tun. Wir sind größenwahnsinnig. Wir glauben wirklich, was ist richtig und was ist falsch. Und deswegen legen wir uns mit dem Schatten an, weil wir sagen, der Schatten ist schlecht. Die Welt funktioniert ganz anders. Da gibt es jeden Tag Licht und jeden Tag Schatten. Da regnet es, da fällt Schnee, da scheint die Sonne, es gibt Tag und es gibt Nacht und nichts und niemand regt sich darüber auf. Nur wir Menschen glauben, was richtig und was falsch ist. Und wir haben einen Maßstab, einen Bewertungsmechanismus dafür, das komplett falsch ist, nämlich das sind einfach nur unsere Empfindungen, ja. Also wenn etwas gerade sich unangenehm anfühlt, ist es falsch und darf nicht sein. Was für ein Blödsinn. Das stimmt überhaupt gar nicht. Es geht darum, dass du das, was ist, wahrnimmst, dass du dich zuwendest deinem unangenehmen Gefühl im Moment. Das ist nur eine Flucht vor dem, was tatsächlich ist. Ein Ausreißen vor dem, was tatsächlich ist. Ein Ausreißen, ein Flüchten vor dem Fühlen. Dieses ganze positive Denken ist ein einziger Fluchtweg vor dem, was tatsächlich ist und wird niemals zu Liebe führen. Niemals. Denn nur die Annahme dessen, was ist, kann zu Liebe führen. Denn es ist Liebe. Es ist entstanden in Liebe, sonst wäre es gar nicht. Weil das ganze Leben komplett bedingungslos dich in die Situation bringt, die gerade da ist, ohne eine Bedingung zu stellen, ohne eine Erwartung an dich zu stellen. Du kommst mit Bedingungen und Erwartungen. Und das ist das, was uns dann in Probleme bringt. Deswegen geht es um Wahrheit und Ehrlichkeit und es gibt nichts Wahreres als das, was ist. Es gibt nichts Ehrlicheres als das, was im Moment in dir ist. Darauf würde ich mich konzentrieren und das würde ich entdecken und stärken mit deiner Zuwendung. Der letzte Satz, ne, ist noch hier, wie schaffe ich es, die Aufmerksamkeit so zu installieren? Ja, es ist schon, macht sich jemand Gedanken, wie man mit Achtsamkeit was lenken kann und so weiter, die Aufmerksamkeit so zu installieren, mit dem, was ist, gut zu sein und das Positive zu sehen. Okay, also die Aufmerksamkeit installieren ist einfach achtsam sein, was ist, okay, und das, was ist, wenn du bereit bist, das, was ist, was in dir aufsteigt, egal welches Gefühl es ist, egal wie du es benennen würdest, egal ob das was ganz, ganz Negatives ist, ja, im Sinne deiner Bewertung oder der Bewertung von Mama, Papa oder der allen anderen ringsherum, scheißegal. Das, was auftaucht, in dem Moment, wo du zu dem, was auftaucht, sagst, herzlich willkommen, ich sehe dich und ich erlaube dir, dass du unverändert bleibst, dann bist du in der Liebe. Dann bist du gut zu dem, was da ist. Und dann brauchst du dich nicht mehr darum kümmern, irgendwas Positives daran zu sehen. Weil dieses Positiv ist nur eine Bewertung. Du brauchst da nichts mehr dran drehen. In dem Moment, wo du aber was Positives daran sehen willst und das als Masche machst, diese Begrüßung, okay, um was Positives daran zu sehen, merkt dieser Aspekt das. Und dann wird es nicht funktionieren. Es geht um das absolute radikale Einverständnis mit dem, was ist.
Mehr fällt mir dazu nicht ein. Ja, ich füge dem ganz gern noch einen kurzen Aspekt hinzu, der aber nichts von dem nehmen soll, was Christian jetzt gesagt hat, weil da stehe ich auch komplett dahinter. Es gibt noch etwas, was zur Achtsamkeit dazugehört und wo wir mit Vorsicht, aber es hat auch eine gewisse Wichtigkeit, umgehen dürfen. Und das ist, du hast es hier formuliert, wie schaffe ich es, die Aufmerksamkeit so zu installieren mit dem, was ist, gut zu sein und das Positive zu sehen. Wenn es eine Masche ist, in allen Sachen das Positive zu sehen, dann verarschst du dich selber. Wenn du aber Achtsamkeit trainierst, dann wirst du den Aspekt der Neugierde kennenlernen. Und die Neugierde, die Offenheit und die Neugierde, die werden dir den Geschmack davon schenken, wenn du eine Situation siehst, zu begreifen, dass du durch einen Strohhalm auf diese Situation guckst. Und zwar der Strohhalm sind alle deine gemachten Erfahrungen. Ja? Du guckst im Grunde durch einen kleinen Strohhalm oder durch einen Tunnel, mit einem Tunnelblick auf eine Sache und erlebst diese Sache so, wie du es am Ende des Tunnels siehst und entwickelst durch das, was du siehst, dann Gefühle in dir und denkst, das ist so und dann bist du identifiziert damit. Die Achtsamkeit, die ganz bewusste Achtsamkeit, die achtsame Achtsamkeit, sage ich mal, die bringt dir die Neugierde mit ins Boot und die Neugierde und die Offenheit, die lässt dich um dieses Ding, was du da betrachtest, so herumgehen, dass du nicht mehr nur durch einen Tunnelblick drauf schaust, sondern dass du die ganze Bandbreite der Möglichkeiten, was es denn auch noch alles sein könnte, welche Geschmäcker es noch alles hat, welche Geräusche es noch alle hat, welche Gefühle es alle noch mitbringen könnte, wenn du den Blick ein bisschen veränderst, ja, und im Erklären merkst du jetzt schon, dass es wirklich tricky ist zu gucken, wo benutze ich dieses Positive, ich mache was Positives draus und ich werfe auf alles nur meinen positiven Blick oder ich sehe in allen Sachen, auch wenn sie sich gerade scheiße anfühlen, sehe ich nur das Positive drin. Das ist diese sogenannte Verarschung, wie es gerade eben gesagt hat. Nähere dich der Achtsamkeit an mit dem Geschmack, mit dem Freund des Neugierigen, der um das, was du anschaust oder das, was du wahrnimmst, herumgeht und sagt, was ist denn da noch alles? Wie könnte ich das denn noch wahrnehmen? Ja, so mit dieser Frage so da dran zu gehen und zu gucken, oh, die Situation, mein Freund, mit dem ich jetzt im Café verabredet war, der hat mich versetzt. Das fühlt sich jetzt blöde an. Jetzt könnte ich sagen, ach, dann nutze ich die Zeit, um shoppen zu gehen. Adieu, tschüss. Da gehst du gar nicht darauf ein, dass du gerade ein Gefühl hast, verarscht worden zu sein, sitzen gelassen worden zu sein und so weiter, sondern das möchte auch gesehen und gefühlt werden, auch wenn es sich gerade ein bisschen unbequem anhört, ja, wenn du das hörst. Das möchte auch gefühlt werden. Und dann kannst du hingehen und sagen, ach ja, ich könnte jetzt shoppen gehen. Was könnte ich noch machen? Ich könnte jetzt auch nach Hause fahren und mir einen schönen Film anschauen oder in meinem Garten ein bisschen was machen oder was auch immer. Was könnte ich noch machen? So, die Neugier und zu spüren, während du diese verschiedenen Aspekte durchgehst, zu spüren, was es in dir macht. Das ist so ein bisschen so das Training des Fokuswechsels, weil sonst haben wir hier den Negativfokus auf diese eine Situation. Freund hat dich versetzt, fühlt sich blöd an und ich lenke mich sofort ab. Das ist nicht achtsam. Oder wirklich zu gucken, was gibt es da noch alles für Varianten. Und das finde ich sehr wichtig, sich dort mitzubekommen. Und das kann man nur, wenn man aus diesem Automodus aussteigt. Zu Reaktionsmodus, ne? Genau. Ja, ohne bitte das, was auftaucht, nämlich die Entrüstung vielleicht darüber, dass der nicht kommt oder so oder mich sitzen gelassen hat, ohne die schmäler zu machen, weil diese Entrüstung oder Wut oder was auch immer da auftaucht, ist genauso ein Aspekt, der willkommen geheißen werden will. Er gehört zu dir. Mhm. Wer Vollkommenheit erfahren will, muss das in sich wahrnehmen, was alles ist. Das ist wirklich der Schlüssel dazu. Ich werde manchmal gefragt, das finde ich passt jetzt hier ganz gut zu, weil wir auch über Wahrnehmung sprechen und so weiter. Was ist denn so die Wahrheit? Und die Wahrheit ist für mich das, was jetzt ist, das, was ich jetzt wahrnehmen kann. Und nicht das, was ich hier oben denke,
dazu, was, denn das kreiere ich ja zusätzlich als Antwort auf die Wahrheit. Die Wahrheit ist das, was ich sehe, fühle, mit den Sinneswahrnehmungen und so weiter wahrnehme, das, was passiert, das Gefühl, was in mir hochkommt beispielsweise, das ist die Wahrheit. Und es geht darum, in der Wahrnehmung geht es darum, diese Wahrheit auch nehmen zu können. Und das hört sich so total easy an, aber wir haben gemerkt, das ist eine der schwierigsten Aufgaben. Menschen, die hier an unserer Seite gehen, brauchen manchmal 1-2 Jahre, um wirklich die Wahrheit, die auftaucht im Jetzt und Hier, auch nehmen zu können. Mit nehmen ist natürlich annehmen gemeint. Das heißt, ich will die Wahrheit sehen, ich gestehe sie mir ein und ich nehme sie so, wie sie ist, blank und unverschämt. Und zur Wahrheit gehört eben halt nicht nur der eine Aspekt, wie Lilian das so schön gesagt hat, diese Entrüstung, sondern eben halt auch die Lust, Shopping zu gehen, die Lust, ach, jetzt ist auch schön, dass ich hier alleine sitze, oder vielleicht dieses Gefühl, oder da drüben ist jemand, mit dem flirte ich gerade, ach, wie gut, dass der Typ noch gar nicht da ist, dann kann ich wenigstens hier in Ruhe flirten. Also so, ne, so die ganze Palette von dem, was tatsächlich ist, wahrzunehmen und nicht fixiert und identifiziert an einer Sache oder in einer Sache stecken zu bleiben. Aber der Fokus ist nicht darauf gerichtet, ich muss hier was finden, was hier positiv ist, sondern ich nehme, was ist. Das ist entscheidend. Wenn es dir gefallen hat, und davon gehen wir mal aus, dann freuen wir uns ganz riesig darüber, wenn du diesen Podcast, dieses Video, Audio, was auch immer, wie du es auch gerade jetzt hier gerade konsumierst, wenn du es weitergibst an Freunde, Bekannte, an Kollegen, an Menschen, die einfach wachsen wollen. Wir würden uns sehr freuen, wenn du uns eine Bewertung gibst bei iTunes und überall woanders, wo das möglich ist, weil wir dadurch einfach auch mehr Menschen erreichen. Wir würden uns noch mehr freuen, wenn du die Einladung in unsere Community annimmst, um mit Gleichgesinnten in den Austausch solcher Themen zu gehen. Das ist einfach klasse, eine ganz geschlossene Gruppe, wo dich auch sonst keiner findet, im Moment noch bei Facebook auch. Mhm. Ja. Ja, und wir freuen uns riesig, dass du uns deine Zeit geschenkt hast, und freuen uns riesig, wenn du auch beim nächsten Mal wieder dabei bist. Genau. Vielen Dank fürs Vertrauen. Bis bald. Alles Gute. Tschüss. Tschüss.